Wir sind heute Morgen hier auf unserem Wildbienenacker in Wiesbaden-Auring und wir wollen Ihnen heute unser Wildbienenprojekt hier direkt vor Ort vorstellen. Wir haben hier einen ganz guten Vergleich. Rechts von mir ist eine sehr artenarme Wiese. Ein paar Blühpflanzen sind hier mit drauf. Man erkennt eine Schafgarbe oder auch die Färberkamille, ein paar Disteln. Und hier links auf unserem Wildbienenacker haben wir uns wirklich mit unserer Blühmischung auf die Wildbienen fokussiert. Also wir möchten Blühpflanzen, die den Wildbienen Nahrung bieten, aber auch Unterschlupf. Wildbienen sind für unsere Natur so wichtig, weil sie eine enorm hohe Bestäubungsrate haben. Sie können am Tag bis zu 5000 Blüten bestäuben. Vor allem für bestimmte Pflanzenarten ist die Wildbiene unersetzlich, da der Nektar so tief sitzt, dass eine normale Honigbiene zum Beispiel gar nicht an den Nektar kommt bzw. die Blüte bestäuben kann. Und einige Wildbienenarten, wie zum Beispiel die Hummel, haben einen längeren Rüssel. Das heißt, gerade bei Rotklee, das ist eine der Pflanzenarten, ist die Wildbiene unersetzlich. Viele Landschaften sind durch Monokulturen geprägt, was bedeutet, dass die Wildbienen nicht viel Nahrung finden. Das heißt, gerade ausgeräumte Landschaften gefährden die Wildbienen enorm. Und deswegen möchten wir hier mit dem reichhaltigen Blütenangebot Nahrung schaffen und auch zum Beispiel mit unserer Sandbank Nistplätze, damit wir die Wildbiene fördern können und sie ihren Bestand wieder aufbauen kann. Es ist nicht nur wichtig, ein Nahrungsangebot für die Wildbienen zu schaffen, sondern auch Nistmöglichkeiten. Viele der Wildbienenarten legen ihre Eier unterirdisch ab. Deswegen haben wir hier auf unserem Acker eine Sandbank angelegt, wo sie ihre Eier ablegen. Denn im Vergleich zu unserer Honigbiene leben einige der Wildbienenarten solitär. Das heißt, sie haben keinen Staat, kein Volk, sondern sind als einzelne Wildbiene unterwegs und legen eben in kleine Höhlen ihre Eier ab. Natürlich kann man auch Wildbienen zu Hause im kleinen Rahmen unterstützen, sei es durch ein vielfältiges Blütenangebot, das eben auf die Wildbienen angepasst ist. Oder auch, wenn man zum Beispiel Sonnenblumen im Garten hat, kann man die über den Winter stehen lassen. Das sind dann schöne, hohle Pflanzenstängel, in denen die Wildbienen dann nisten können. Mhm.